Eventuell ist unser Breitkopf hier noch reisebereit. Also, die Maschine. Wir haben keinen breiten Kopf. Die Aloy ist da wohl proportioniert. Nein, verdammt, unser Breitkopf ist weg. Nee. Was zur Hölle? Warum sind denn hier zwei unten jetzt zwei tote Breitköpfe? Wie ist das denn passiert? Einer davon war ja unserer. Hat sich unser Breitkopf mit einem anderen Breitkopf angelegt in dem Moment, wo wir den Kampf begonnen haben? Ha! Das war ja ein Wahnsinn, wer das... Naja, wir wollen ja nichts verkommen lassen. Nehmen wir das mal alles mit. Was gibt's hier unten? Oh, da hinten gibt es prinzipiell noch einen Händler. Und ein Banditenlager im Norden. Und noch eine verdorbene Zone. Stufe 20. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig für uns. Aber wisst ihr was? Wir können es uns trotzdem mal antun. Aber wenigstens für den Fall, dass die Kaja sagen, dass wir hier alle befreien sollen. Aber wenigstens die ebenfalls schon befreit. Good for an old remedy. Das ist nochmal eine Breitkopfherde. Ich überlege, ob wir es schaffen, einen Breitkopf mitzunehmen oder... Ah, ich lasse die erstmal da in Ruhe. Wow! Was sind denn das für welche? Das sind aber... Schnappmäuler. Das sind Krokodile. Ah, das sind Krokodile, wie geil! Wahnsinn, Alter, was die hier für eine Abwechslung haben an Maschinen. Eine neue verdorbene Zone. Okay, da haben wir einmal ein Langbein. Ah, das sind diese vögelartigen Viecher. Noch ein Langbein. Und ein Plünderer. Ich werde die am besten hier... lol. Zwischen den Bäumen bekämpfen. Vielleicht auch schon mal... Ich glaube, ich gebe mir mal so einen Booster. Und eine Explosionsfalle hier hin. Time to prepare. So, da bin ich mal gespannt, Leute. Das war nochmal deren Schwäche. Ah ja, genau. Auf den Brustkorb. Und zack. Die alten fielen aus. Jawohl, da haben wir jedenfalls mal... So, jetzt den kritischen Schaden zufügen. Komm, noch ein bisschen. Okay. Ich versuche sie mal in die Falle reinzuziehen. Jawohl, in die eine Falle. Ist er drin? Scheiße. Lol. Hatte ich nicht volles Leben? Ich dachte, ich hätte da volles Leben. Mit einem One, mit einem Hit bin ich umgenockt worden. Alter. Okay. Lass ich das jetzt auf mir sitzen? Nein. Prank gone wrong, auf jeden Fall. What happened next will surprise you. Sehr merkwürdig. Warte mal, gucken wir nochmal genau, was deren Schwäche ist. Schwäche ist aber auch Elektro, das heißt, vielleicht ist die Elektrofalle da interessanter. Okay, dann machen wir nochmal hier die Falle. Dann bauen wir die hier auf. So, das war einer. Habe ich genügend Zeit, um für den zweiten zu spannen?
Ach, Idiot, ich habe jetzt mich gerade erst an eine Sache erinnert. Jawohl. Das haben wir uns jedenfalls mit allen gleichzeitig angelegt. Viel besser als vorhin. Wir wollen das ja nicht so einfach machen. Oh Gott, raus aus der Suppe, raus aus der Suppe. Das macht mich auch langsamer scheinbar. What? Den Heiltrank, Alter. Was? Okay, ich glaube, das wird Fail Nummer 2. Immer noch nicht darüber. Oh. Da habe ich jetzt zwei Heiltränke reingesetzt. Shit. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Nur noch Heiltränke. Lol, 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 lol. Komm ich hier nicht weiter? Ja. Das war dann Heiltrank Nummer 2, 3. Ich habe, glaube ich, gerade Level 16 und das ist ein Level 20er Gebiet. Okay, hier eine Elektrofalle. Jawollo! Da wenigstens ordentlich. Mistvieh. So, jetzt auch noch auf den Brustkorb schießen. Nein! Gerade daneben. Jetzt habe ich dich gleich. Jetzt habe ich dich. Ja! Puh. Alex, ich habe dich auch ganz doll lieb. Wie war deine Nachfeier? Jetzt sterben wir noch in der Grütze. Ich sehe es kommen. Haben wir gute Erfahrungen auf jeden Fall mitgemacht. Stufe 17 erreicht. Ha! Guck mal, Priest. Kleines Update wieder. Er hat was. Du meinst, er hat was getrunken, deswegen ist er so happy. Das kann schon sein. Und Shinlo sagt aus: Bunkerst du eigentlich schon wieder die Lernpunkte? Ich glaube schon, ja. Ich muss halt mal ändern. Was ich eben sagen wollte, ist, ich bin ein Idiot. Ich kann ja Folgendes machen. Hier, ich glaube. Warte mal. Habe ich nicht die Fähigkeit... Nicht, dass du mir etwas von deinem Erz überlässt. Ach, guck mal, da ist er in Spendierfreude. Danke, Alex, für den Bit. Vielen Dank. So. Almiria Shindo zu mögen, was anderes gibt's da nicht. Was denn, wenn der Shindo auch was feuern würde? Ah, hier genau, drücke Doppelschuss. Komm, schnappen wir uns das mal. Und Dreifachschuss. Komm, als Eröffnung. Also, siehst du mal, ich bunker nicht mal mehr. Guck mal, als Krieger haben wir Präzision. Ich möchte irgendwas, um mal ein bisschen die Heilung. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Ah, hier, Kräuterkenner. Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Waffenspulen und Outwege können entfernt und wiederverwendet werden. Ach, das geht gar nicht. Ist gut zu wissen. Nee, wenn er alles trinkt, anders kann man... Achso. Das heißt... Der Alex muss trinken, damit der Shinlu, damit du den Shinlu aushalten kannst. Das ist aber eine gute Sache. Jetzt haben wir noch 4 Leute. Was sollen wir denn machen damit? Schnittexperte. Erhöht die Chance, heute Knochen, Linsen und Herzen zu erbeuten.
Ausweichteile. Wisst ihr was? Das hier hört sich eigentlich drin. Schnellladen. Schnelleres Nachladen beim Gebrauch von. Da haben wir den Krieger mal richtig voll ausgebaut. Das ist doch gar nicht mal schlecht. So, guck mal, was ich jetzt kann hier. Wie mache ich denn das jetzt? Jawohl! Guck mal, drei Pfeile auf einmal. Richtig Robin Hood-Style. Geil. Zuliebe quäle ich mich durch deine Anwesenheit. Die Opfer, die der Priest für mich aufbringt, nicht wahr? Ha! Spaß natürlich. So. Diese Hütte ist dann aber auch verlassen, ne? Können wir hier die Maschine noch looten? Ah, das war da nochmal ein Langbein. I'll tuck that away. Bin ich hier beim echten Max? Schwebi, natürlich bist du hier beim echten Max. Beim einzig wahren. Lass dir keine Lügen aufbinden. Alle anderen, die sagen, die seien der echte Max, das sind nur wirklich Faker. Wie geht's dir, Schwebi? Das ist ein Cosplayer. So, jetzt können wir richtig zum Kaja fort. Und da hinten ist aber auch noch ein Banditenlager. Was wir uns eventuell angucken wollen. Leider haben wir ja gerade... Ach, das war... War das hier das... Nee, doch. Das hier war das eine befreite Gebiet, was verdorben war, nicht wahr? Können hier jedenfalls nichts weiteres mehr looten. Ja, das war das mit dem Lagerfeuer da hinten. Dass die keinen Bären aufbinden, ganz genau. Mir geht's okay, denke ich. Etwas Kopfschmerzen und so, alles cool. Kopfschmerzen. Woher kommen die Kopfschmerzen? Fällt mir ein, Blackwack hatte doch neulich mal Kopfschmerzen wegen der Spange, oder nicht? This'll last. Oder musst du dich etwa mit zu vielen Leuten rumplagen, die dich gestört haben, deswegen die Kopfschmerzen? Banditenlager entdeckt. Leute, ein Banditenlager. Wo ist es denn? Ah, da oben. Da müssen wir erstmal hochklettern. Und dann speichern wir hier hinten, glaube ich, erstmal und dann gehen wir hinten an das Banditenlager ran. Also diese Ausdruckswahl, Shin, du hast das gemerkt. Wenn uns da was hinterher. Wo ist eigentlich Blackwark hin? Die wird sich bestimmt über unsere neue Rüstung freuen. Ich gehe hier so querfeld ein. Leute, machen wir das Banditenlager noch, bevor wir zu den Kaja hingehen? Da könnten Nura gefangen sein, ne? Vielleicht finden wir diesen einen Typen da. Der hat ja gesagt, dass wir ihn an Banditenlagern prinzipiell finden. Snow. Prickles on my skin. Prickles on my skin, ernsthaft? Sind wir so sensibel für den Schnee? Ich lasse aber unkommentiert in den Raum stehen. Witz. Das wäre es nicht mal gut genug, um 50 Runden von Max. Wow, Alter. Black smoke, red tatters. More bandits like the ones at Devil's Thirst. Genau so sieht's aus. Das andere Banditen, das sind das zweite Banditenlager. Das Banditenlager hier ganz im Norden. Oh, das ist aber schon eine Riesenwelt. Das haben wir ja ausgelassen. An old gate, broken long ago. So this was the Nora border, before the war with the Karja. Ach, das da, meinte die jetzt. Ja gut, das ist ein bisschen... Das hätte jetzt nicht auftauchen sollen. Könntest du ihn doch beseitigen? Was, die letzten 50%? Nee. Banditenlager Zweizahn. Wieso denn Zweizahn? Gut, dass wir ein bisschen mehr Tarnung haben. Wundert mich eigentlich. Nee, der Typ, der warte ich jetzt nicht. Oder vielleicht kommen wir einfach mitten, wenn wir dann da in der Spelunke sind, kommt dann da auf einmal dieser eine Krieger an. Okay. So. Die Leute im Chat, ihr aber alle miteinander auskommen, ne? Ihr kriegt das schon hin.
Ich habe da Vertrauen auf euch. Ihr kommt klar. Alte Trümmer. Okay, da haben wir einen, der da alleine steht. Ich habe eine Idee. Machen wir den mal mit... Weiß nicht, ob ich das auch mit dem anderen Bogen hinkriegen könnte. Ein Viewerkrieg aus. Das wird dann die nächste große. Oh, oh. Oh. Ich meine, auf der einen Seite. Oh, die sehen mich alle. Jetzt rufen sie gleich. Gleich geht wahrscheinlich auch der Alarm los. Ja, dann ist also Krieg. Dann machen wir erstmal der oben. Den Scharfschützen platt. Huh, he used fire arrow. It was super effective. LOL! Schießt der mit dem Bogen auf mich oder? Ich benutze mal zwei. Das war zwei. Jawohl! Guck mal, ist der direkt. Aber das klappt doch super mit den Doppelziehen. Bisschen schade, dass das mit dem Stealth überhaupt nicht geklappt hat und dass da jetzt vor allem viel mehr von den Gegnern sind. Aber irgendwann müssen wir hier mal richtig auf den Mist hauen, nicht wahr? Ist das ein Boss? Und jetzt brennt er jedenfalls. Komm, gehen wir mal runter zu den Kollegen. Hör mal! Die haben aber keine Chance gegen mich hier. So, du kriegst jetzt auch zwei Pfeile ab. Na, dann scheinbar der nächste. Jawohl, sind sie alle am Brennen. Hör mal, die werden Legenden von mir erzählen. Oh verdammt, das war der falsche schon wieder. Die rennen mir aber auch alle hier. Ah, dann benutzen wir doch mal die... Schade, dass es keinen Flächenschaden gibt bei den Brandfallen. Dann werden die jetzt richtig genatzt, die zwei. Ist ja schon fast cheaten mit diesen Brandfallen hier. Was ist denn das für ein Unsinn? Schon wieder falsche Taste benutzt. Oh. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir uns nicht, hier übernehmen. Oh, und da sind's alle weg. Habe ich das befreit, das Lager? What? Yay! Ha, das ging ja schnell. Sunsy Puzzle, die Kunst des Timeoutens. Max hat das Vertrauen bei den Timeout-Künste. Ich vertraue vor allem, dass ihr euch untereinander verstehen werdet. So, das war ein bisschen holpriger, gut. Ich sag mal so, da schreitet Shinlu bis heute hin noch ab, ob das nicht seine Schuld war. Ich glaube, die 10 Minuten, die waren von Anfang an geplant. So, wir haben euch gerne befreit. Oder, das heißt, ihr seid ja schon neu eingezogen, nehme ich mal an. Jetzt können wir die ganzen looten hier. Wahnsinn! Was haben wir denn hier? Schlagscheinglas. Na, warum nicht? Nehmen wir alles mit. Ich bin hier nicht wählerisch. Ich habe ein relativ großes Inventar, aber interessanterweise kein unendlich großes Inventar. Was gibt's denn hier bei den meisten Metallscherben? Dadurch, dass Metallscherben die Währung ist und eben auch für die Pfeile. Wie viele Pfeile habe ich jetzt verschossen? 50 oder so? Ah, das hier muss der Boss gewesen sein. Was hat er denn dabei? Ich werd verrückt! Deine Waffe! Oh, damit bin ich aber saulangsam.
Na, hätte ich das gewusst, hätte ich die natürlich mitgenommen. Na, dann lassen wir die hier einfach mal liegen. Wird jetzt sicherlich nicht mit so einer Riesen... Oh, alte Armbanduhr. Wird hier sicher nicht mit so einer Riesenkanone hier rumlaufen. Speichern wir erstmal. Gucken, was wir hier sonst noch so looten können, Leute. Da oben vielleicht jemanden befreien? Oder können wir mit dem sprechen? We can live here. Thank you for making it possible. Sicher doch. Dafür bin ich da. All Mother has forsaken us. But at least now we have a place to live. Poliertes altes Amulett. Vielleicht kann ich es dem Vasili beim Ona auf dem Hof verkaufen. Der wollte auch immer die alten Münzen haben. Guck mal, mittlerweile spricht sich hier rum, dass wir auch Thortus angegriffen haben. Ah, hier gibt es dann scheinbar noch ein paar Pflanzen für HP und so. Ja, und hier ist dann die Rückseite von dem Lager. Prinzipiell. Wir haben hier alles freigeschaltet, Leute. Wir gehen hier weiter. Unsere Arbeit ist getan. Aber Schwebi, wie war das Wochenende so bei dir? Wir haben uns ja seit Freitag nicht mehr gehört. Oh, da oben gibt es noch was Blaues zum Looten. Da werde ich ja ganz, naja, was heißt hellhörig? Vorratskiste. Gebrochenes alte Amulette finde ich hier prinzipiell. Ob das hier ein Nora Lager war oder eventuell ein altes ein Lager der alten Zivilisation, ob das prinzipiell das Haus war. Weil ihr seht ja, hier sind so ein bisschen gemischt, ne? Hier sind einmal zum einen Steinwände und dann ein bisschen Holz dazwischen. Frag mich, wie alt das ist. Ich kann hier was lesen. Endlich! War ganz okay. Hören wir mal hin. Roba kommt. Was? Dieses Sonderangebot gilt exklusiv für Druckwertempfänger. Sehr geil, so Variable. Wussten Sie schon, dass Roba, Amerikas führende automatisierte Brauereibar, eine Filiale in ihrer Nähe eröffnet. Unsere Filialen in Boston, Chicago und St. Louis sind mittlerweile für ihre köstlichen Auswahl an Craft-Bieren, kunstvollen Interpretationen klassischer Kneipensnacks und freundlichen Roboterbedienungen bekannt. Warum sollten Sie Ihr Geld für Trinkgelder ausgeben, statt es selbst zu vertrinken? Machen Sie diese Nacht in unserer neuen Filiale in Empfänger Robert zu einer Robert-Nacht und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Rechnung. 15% Rabatt ist aber gar nicht mal schlecht. Für will ich das auch machen. Ja, in der alten Welt also. Fast runtergefallen. Wer? Keiner sucht nach mir. Wie sie hier alle wirklich liegen, die alle auf einen Haufen, die Banditen. In der alten Welt, das erzählt jetzt so ein bisschen davon, wie sie in der alten Welt wirklich immer mehr von den Maschinen abhängig wurden. Aber richtig, da konnte man sich dann scheinbar auch die Trinkgelder sparen. Bisschen schade natürlich. Da verlieren die Leute an den Job. Hier war früher also Vanguard. Der alte Roba. Da haben sie das Tee geklaut, meinst du? So. Wahnsinn, Leute. Hauptquest jetzt. Ich meine, prinzipiell ja schon mit den Freiungen. Ist ja was. Ich werde aber mal kurz den Kaja-Jägerbogen abwählen. Dann verwechseln wir den die ganze Zeit nicht mit dem Machtbogen. Und, neue Fähigkeiten hatten wir nicht. Rohstoffe, Schatzkisten. Wir können ja eigentlich nochmal gucken, was wir in den Rohstoffkisten... Abgelegt. Entfernen. Oh, jetzt habe ich die hingeschmissen, ich Idiot. Zum Glück kann ich die wieder aufsammeln. Ich dachte, ich hatte schon Angst, dass ich die, kaputt gemacht habe. Gut, dass ich die alle aufsammeln konnte. Spezialobjekte. Das ist im Handeln. Leute, weiter geht's jetzt. Mit dem Kaja fort. Was, hier sollen wir mal ein paar Pfeile machen? Ist nicht schlecht, der Machtbogen. Aber für den Präzisionspfeil, da braucht man schon eine Menge Draht. Aber ich meine, gut, der knallt ordentlich. Boah, ist das das Fort? Das da? Das wäre ja riesig.
Begeben wir uns jetzt also offiziell zurück raus aus dem Gebiet von den Nora, weil das hier war das Nora-Gebiet bis hierhin scheinbar, bis zu diesem Engpass. Cool auch gemacht, dass das so wirklich so ein Engpass wie der Pass in die Mine die Gebiete hier getrennt hat. Das heißt, was ist da dann hier? Das hier ist dann, nehme ich an, das Gebiet der Nora. Und hier prinzipiell, ja, Mother's Heart, Hauptstadt. Und ja, hier Roths Grab. Da sind wir aufgewachsen. Hast du doch ein Tarnungsgel bekommen, Max, und deine Fehler wieder gut gemacht. Ach, hab ich? Wollen wir doch direkt mal gucken. Verderbnisschutz. Tarnung, tatsächlich. Ein bisschen weniger als die andere, aber komm, rüsten wir die direkt mal aus. Ich weiß nicht, ob 5% so gut ist. Hast du gut gesehen, Priest. Vielen Dank. Sehr übersichtlich. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt zum Kaja-Grenzfort. Da werden wir hoffentlich erfahren. Ich meine, zum einen müssen... Was ist das denn? A corruptor. Ah! Oh. Schwäche wäre das Ablegen prinzipiell. Das heißt, da ist dann der Präzisionsbogen tatsächlich besser. Ah! Ich werde das versuchen, mit drei Fallen gleichzeitig zu machen. Hoffentlich ziele ich richtig. Lol! Nein! Da rennt er mir voll in die Linse rein. Jetzt habe ich ihn getroffen. Alter, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, die Kaja werden jetzt angegriffen von Verderbern. Oh, da werde ich aber ziemlich hin und her geworfen. Helfen die mir von fort eigentlich? Okay, ich muss da ein bisschen in Deckung gehen, glaube ich. Richtig was in die Fresse bekommen. So, jetzt aber. Jawohl, der überhitzt gleich. Noch einen, da überhitzt er. Oder? Jawohl, er überhitzt. Er brennt und er überhitzt. Und noch einen. Der ist er down, oder? Jawohl. Kümmern wir uns noch um diesen Wächter. Und den hier auch noch. Verdammt, naja, wenigstens haben wir ihn noch angesteckt. Stufe 18. So. Sieht scheinbar nicht so aus, als ob du Hilfe brauchst. Meinst du? Dass ich so beeindruckend war, dass die gesagt haben, nee, helfen wir mir nicht. Aber andererseits, die wollten nicht von ihrem Turm runter. Also, sind dann ab ins Kaja-Gebiet und die wurden jetzt scheinbar aber auch von denen angegriffen, ne? Geht ja hier wie das Brötchen backen, nicht wahr? Mittlerweile... Gucken wir mal, was der dabei hatte. Der Verderber. Schadenspule. Was ist das nochmal für den Nahkampf? Ich meine, man könnte es als Zeichen sehen, dass die Kaja eventuell ebenfalls angegriffen werden von den Verderbern. Also deswegen sind sie vielleicht nicht auf der Seite wie die Kultisten. Genau so sieht's aus. Ach, die waren so gut getarnt wegen der 5%-Spule. Meinst du genau, Priest? So sieht's aus. Ja, ganz genau, die Sonne wart nicht. Ich mit meiner schönen Rüstung, aber... Einer von denen, nee, zwei von denen haben es nicht geschafft. So, will you open the gate for me now? You heard her. Open the gates and send word to Captain Balon. Where are you headed, girl? West to Meridian. Open the gates.
The Way of Broken Stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balan. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left, overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. You're welcome. Ja, Trophy earned. Fought back to corruption. Ich habe das Gefühl, als ob ich zuerst an die hätte rangehen sollen. Und dann hätten die einen Dialog gehabt. Aber da waren die wurden direkt angegriffen. Ja, richtig. Hat was von der römischen Richtung, ne? Rüstung. Wie das Imperium. Im Skyrim und Morrowind. Oh, wow. Das ist ein größeres Lager. Also, der hat gesagt, dass der Weg beschwerlich ist. Aber dass der Commander von denen eventuell ein paar Tipps hat. Ah, Nakoa, das war die Nebenquest von Mother's Crown, wo es darum geht, kennt er noch die eine, der eine Typ, der sich darum Sorgen gemacht hat, dass seine Schwester abgehauen ist, um jemanden von den Kajas umzubringen als Rache, dass deren Vater in den Kreuzzügen umgebracht wurde. Gucken wir mal. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nothing but trouble. That's all there is in but nuke lands. You'll like what I have for sale, I promise. Also, beschäftigt hier, hör mal. Die haben hier Pflanzen, Gemüse. Die Fegen hier, aber das sind vor allem alles Steingebäude bei den Kajas. Haben die selber gebaut? Mach's gut, Schwebi. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und danke fürs Lurken. Otu, reden wir mit dem. Der hat ein... Was ist das für ein Zeichen? Talking about trouble in Banuk lands. Was that out loud? Ears must be getting worn down from all those long leg blasts. But you heard right. I'm fresh back from the cut, looking for better scavenging and better shards. I guess you didn't find them up there. Not with the Banuk wailing about new machines and talking spirits and their purses frozen shut. What's a trade route without trade? It's just a route. So sieht's aus. Was ist denn das Banukland? Ich dachte, wir sind erstmal im Kajaland. Okay, sprechen wir erstmal vom Schnitt, Cut. What is this place? Dem Gebiet. The Cut. When the Karja took up swords and hacked away at the edge of Banuk land, they left the Cut behind. So a battleground from the war. Like the valley outside the sacred land. Mm-hmm. Mountain pass in the far north and east will get you there. It's open to outlanders, hardy ones, like you. Just don't expect much of a welcome. Especially not now. Wieso? Wegen den Angriffen von den Maschinen? What were these new machines and spirits? Honestly, I don't even know. Going by the number of Banuk funerals, I'd say the kind you turn away from. Not really my style. Well, if you reach my grand old age, you might prefer picking up after hunters in the Sundom. It's warmer, too. Naja, ob wir jemals des Kämpfens müde werden. Ich glaube, Aloy ist ziemlich zäh. The Banuk kept to themselves. We Osiram and the Banuk are neighbors, after all. What's a few mountain ranges between friends? I have some acquaintances out there, still trying to dig a living out of the ice, but they say nothing seems to stick. All the superstitious nonsense and rampaging machines aren't helping. New machines and talking spirits? I'm interested. Thought as much, just looking at you. Don't say you weren't warned. There's a slip of a trail through the northeastern mountains, past what we call the Grave Horde. You won't miss it. You'll find what passes for a town on the other side. Maybe someone there can talk you out of it. Maybe. Maybe not. Thanks for the information. Interessantes Abenteuer. Auf in die eisige Wildnis. Ah. Stufe 30. Haha. Ich glaube, das liegt, glaube ich, hängt mit dem DLC zusammen. Wo wäre das denn? Wäre das hier? Ah, das wäre das zum Beispiel. Da ist das also. Ja, gut. Später vielleicht mal. Jetzt machen wir erstmal die Hauptquest. Die Stadt der Sonne. Und ganz genau, für die Nebenquest hier, die Rache der Tochter, können wir hier ebenfalls weitermachen. Aber schon Wahnsinn, nicht? Wie anders die Kaja leben im Vergleich zu den Nora.
Ich weiß nicht, sollen wir hier... Ich glaube, wir gehen mal hier oben hin. Der hat ja gesagt, dass er oben ist. Oh, hier haben wir jedenfalls einen Datenpunkt, den wir lesen können. Ein Buch! Schriftrolle. Die Störung. Pergamentschriftrollen mit Glyphentexten und detaillierten anatomischen Zeichen von Maschinen. Oh, die Störung der Maschinen. Geschätzte Herren und Damen des Sonnenhofes, verehrte Kane und Mads Zähne. Also der Sonnenhof ist, glaube ich, das von Meridian. Das war ja der Sonnenkönig oder so. Eure Besorgnis über die anhaltende Störung der Maschinen wurde zur Kenntnis genommen. Es sind zwar schon viele Jahreszeiten seit den ersten Sichtungen dieser erschreckenden Veränderung ins Land gegangen. Meine die Korruption? Doch der Sonnenkönig ist sich bewusst, dass es sich nicht mehr um eine vereinzelte Berichte von Grenzpatrouillen oder Expeditionen der Jägerloge handelt. Man muss sich nur den verlassenen Besitz ansehen, die Anwesen, die euch gehörten, die sich das Juwel zurückerobert hat, oder die leeren Grundstücke des gewöhnlichen Kaja-Volks. Ihr sollt wissen, dass der Sonnenkönig sämtliche Maßnahmen ergriffen hat, um das heilige Meridian und die Maislande durch neue Patrouillen zu schützen. Was ein Anflehen der Sonne angeht, glauben wir, dass die Ursache der Störung nicht allein dem Missfallen der Sonne zuzuschreiben ist, da die jahrelangen Opferungen unter Sonnenkönig Jiran keine erkennbare Wirkung auf die Maschinen gezeigt haben. Also die Kaja sind wirklich, beten die Sonne scheinbar an, ne? Seine Erleuchtetheit und die Sonnenpriester sind sich einig, dass unser Land nicht durch Blut gestillt werden kann, selbst wenn dies eine Prüfung sein sollte, die die Sonne uns auferlegt hat. Zu eurer Information werde ich hier darlegen, mein Gott, was für ein Aufsatz, was uns über die Störung bekannt ist. Die kleineren Maschinen, die Herdenkreaturen wie Galoppierer und Krabbler, die normalerweise vor Menschen geflohen sind, greifen jetzt häufiger an. Hatte Rost ja auch gesagt, dass die Maschinen prinzipiell jetzt aggressiver wurden seit paar Jahren. Die größeren Kreaturen, die sonst nur eine Bedrohung für Trunkenbolde und Narren waren, stürzen sich jetzt in mörderische Absicht auf Arglose. Ganz zu schweigen vom Erscheinen des Sägezahns und seiner Metallbrüder. Der Verwüster, der Pilcher und die schreckliche Riese, der Donnerkiefer. Sie übertrafen sich gegenseitig als Mörder der Menschen mit einem immer größeren Arsenal seltsamer Waffen. Die Wildnis ist wegen der Feindseligkeit dieser neuen Maschinen nicht mehr sicher. Allerdings haben sie noch keine Siedlung innerhalb des Sonnenreichs angegriffen. Naja, bei den Noras haben sie schon einige Siedlungen angegriffen, also. Fremde haben zahlreiche fantastische Erklärungen für dieses Verhalten geliefert. Einige glauben, die Maschinen wollen sich an den Menschen rächen, die sie gejagt haben. Doch ein solches Verhalten wurde noch nie beim Bestien aus Fleisch und Blut beobachtet, die nachweislich eher über Denk- und Erinnerungsvermögen verfügen. Naja. Sowohl Kaja-Jäger als auch Osram-Bastler haben versucht, das Phänomen durch die Untersuchung gefallener Maschinen zu ergründen. Doch sie scheinen sich nicht von den Maschinen zu unterscheiden, die von der Störung geplündert wurden, und erhalten die gleichen Drähte, Geflechte, Linsen, Herzen und so weiter. Wenn man diese Teile dem Licht der Sonne aussetzt oder wie Osram mit Feuerfunken bearbeitet, reagieren sie wie gehabt. Da fällt mir eigentlich gerade ein, überlegt euch mal. Es gibt ja jetzt schon wahrscheinlich ein paar... Weiß ich nicht, wie alt ist diese Zivilisation? 100 Jahre? Was meint ihr? Sagen wir mindestens 20 Jahre, so alt sind wir dann mindestens. Sieht richtig lecker aus. Ganz genau, richtig lecker, diese Theorie, Alex, die jetzt kommt. Und die haben schon einige Maschinen umgebracht in dieser Zeit, also erledigt. Haben sie die dann auseinandergenommen, versucht da die Technologie zu verstehen und selber sozusagen für sich zu gewinnen, die anderen Völker? Weil die Nora dürfen sie ja nicht wirklich mit... Technologie und oder mit solchen fortschrittlichen Maschinen auseinandersetzen. Das ist ja verboten im den Noah-Stamm. So. Die Banuk geben jedoch an, eine Veränderung in den Maschinenliedern der Maschinengeister festzustellen. Davon hat er eigentlich gerade gesprochen. Sie sollen immer misstönender werden. Der Sonnenkönig hat Gesandte nach Ban-Ur geschickt, um mehr zu erfahren, in der Hoffnung, dass ihre Mystik tatsächlich eine Wahrheit enthüllt, wenn das rationale Licht der Sonne darauf scheint. Das rationale Licht der Sonne, zu geil. Natürlich begrüßt der Sonnenkönig dankbar eure Beiträge zu Erkenntnissen über die Störung. Er bittet nur darum, diese in schriftlicher Form und nicht bei einer königlichen Audienz zu überbringen. Der hat genug davon gehört. Der will das jetzt einfach nur per Post haben, damit er es wegschmeißen kann. Seine Erleuchtetheit hofft weiterhin, euch in diesen unsicheren Zeiten von der Teilnahme an Maschinenjagden abhalten zu können. Die Stärke eines vereinten Sonnenhofes ist die Stärke aller Kaja. Respektvoller Tashadi, Hofgesandter. Huch! Könnt ihr erklären, warum diese Kultisten so fortgeschrittliche Waffen wie die Gatling haben, mein Priest? Stimmt, definitiv. Kann ja nicht vom irgendwo herkommen, ne? Was haben wir da? Sterbenspielkiste. Oh, hier kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen doch da hinten weitermachen. Ah, da hinten ist der Typ von der Hauptquest. Sau interessant.
vielleicht werden wir später noch erfahren, wie die Kaja selbst so leben. Offensichtlich aber auch definitiv, ich will nicht sagen fortgeschrittlicher, aber vielleicht von dem Bauwesen her ein bisschen fortschrittlicher. Meint ihr, man kann das verallgemeinern? Steine sind fortschrittlicher als Holz. So, hier gäbe es noch einen Händler. Die Händler scheinen bisher aber nicht so besondere oder unterschiedliche Sachen zu haben. Die scheinen alle dieselben Items zu haben. Nee, gar nicht. Die hat, oder? Na, ich habe das Gefühl, dass ich die schon bei anderen Händlern gesehen habe, diese Items. Davon abgesehen, dass scheinbar jeder Händler eine Gratisprobe für mich hat. So locken sie mich dann an. Was haben wir da unten? Vielleicht so ein kleines Gefängnis oder so. Das hier ist so ein bisschen die Kneipe scheinbar. Guten Tag, gibt's hier was zu trinken? Oh, da gibt's auch Musik. Oh, das ist aber ein bisschen schade, da spielt keine Musik gerade. Bin doch wieder da. Das, was ich machen wollte, ging mir, sagen wir mal, schneller als gedacht. Oh, Glückwunsch, sehr schön, dass das so schnell ist. Da hast du prinzipiell einen Speedrun gemacht, Schwebi. Das war ein schlechter Witz, sorry. Aber ich freue mich, dass du wieder da bist. Schöne Aussicht haben wir hier. Balan, das war ja der Commander hier. Ein Vogel! Das ist kein Vogel. Das ist ein... Das ist ein Riesenviech. Ein riesen fliegender Vogel. In groß. Vogel mal 100. Reden wir mal mit Balan. Captain Balan, I have questions for you. First, about another Nora woman who might have come through here. And second, about the trail to Meridian. Ach geil, er kombiniert die zwei Quests. Well, it was definitely another Nora. No way I'd forget that. She caused an incident. As for what to expect on the trail, nothing good. More machines all the time. Our scouts report corruption that way as well. So much for sealing things off. Keep to the roads. They're safe enough. Though after what you did at the gate, I'll wager you don't scare easy. It's a good quality. Yeah. I could put it to use, if you don't mind a quick jaunt back east. I know it's bold of me to ask a favor after you just did one, but I can offer you answers in return. If there's anything you need to know about the Sundom. Also der will prinzipiell, dass wir wieder zurück in den Osten gehen, wo wir herkommen, und dann ihm Gefallen tun. Aber was kriegen wir als Gegenleistung? Fragen wir erstmal nach Nakoa nochmal. You said something happened with Nakoa. The Nora girl? Yes, something happened. Attempted murder. Oh. Prefect Zayi can tell you more about it. You can find him near the main tower, up the steps. Wait. Zayi is here. He is. Das war ja genau der, den sie umbringen wollte. I've heard what your people say about him, but he swears it's a case of mistaken identity. If there's a shadow to him, I've never been able to prove it. And the forbearance he showed towards this Nakoa woman was impressive. Oh, speak to him. Maybe he knows where she went. And try not to assault him, please. Die Nakoa hat da ein bisschen schlechten Ruf hinterlassen. Der Weg nach Meridian, fragen wir mal den Gefallen, genau. What do you need, Captain? I sent several patrols east when we got word of corrupted machines there. All of them confirmed my fears, so I sealed the gates. But it looks like we left some men behind when they were closed. Waleed, tell them what happened. Machines attacked us near an abandoned Nora village, sir. Lakir told us to pull back. Then I lost sight of the others. Never seen a Nora woman before, soldier? Have some respect. Report to her, not to me. Ooh, Lakir cool. always stresses reporting back, so that's what I did. I felt terrible about leaving them behind. Well, now that the gates are open again, I can send someone after them. Sollen wir das machen, um uns direkt eventuell bei den gut zu stellen? Aber wie geil ist das mit dem Schnee gerade im Hintergrund? Can't you send more soldiers to find the missing men? What about Waleed here? Most Nora still don't take well to the sight of Karja armor. Ah ja, stimmt. Officially, it's a risk to send patrols so close to your sacred land. I prefer not to do that again. But heading that way won't be a problem for you. Please say yes. What was that, soldier? Lol. Nothing, sir. Der will nicht selber gehen. Ja, komm, können wir eigentlich schon machen. Der Weg. Fragen wir ihn erstmal noch Fragen über das Kaja-Sonnenreich, was wir als Gegenleistung bekommen. Wow!
Where do things stand between your tribe and the Nora now? Sun King Avad wants peace. So do the matriarchs, I'm told. But old wounds are slow to mend, and both tribes are proud. My task is to make sure there are no further provocations from the Sundom. Especially now, after... Deproving. While your people recover from this terrible attack, I mean. So sieht's aus. What is this place exactly? Daytar marks the eastern edge of Karja territory. A trading post, a way station. One with an ugly reputation among your people. During the reign of the last Sun King, many Nora were taken captive, then gathered here for transport to Meridian and sacrifice. But the sun set on that. I was appointed by the Sun King Avad to make sure old Karja at this outpost show respect to the Nora. Haben die eigentlich Reparationen durchgeführt an die Nora? Ich meine, das hört sich schon wirklich schlimm an, was die sich geleistet haben, ne? Leute entführt und geopfert. It's a place, a living city. Nothing like it was during the rule of Sun King Juran. Avad, our new king, has done all he can to make sure of that. Slavery has been abolished. There's a new alliance with the Azaram. And the Sun Ring, where so many Outlanders were killed, is now a memorial to the fallen. Okay. Hört sich prinzipiell gut an. So the Karja are allied with the Azaram? Hard to believe, but it's true. Mad Sun King Juran raided the Azaram for years. Avad managed to get them on his side. He had help, of course. Urser and Eren played a part. Azaram siblings, bigger than life. They gathered an army to free Meridian. I marched with them, scaled the North Cliff with my men, and secured the Temple of the Sun. Sent Juran's kestrels and priests packing. Now Azaram are a common sight in the city. And a common sound, too. They sure bicker a lot. Mm. Interessant ist eigentlich, dass ob der dem den Osram vielleicht was versprochen hat, um diese Allianz zu kreieren. Habe ich gestern endlich Stalker. Und bist du hast dann aber auch manchmal richtige Unterbrechungen da drin in dem Spiel. Hast du bei demselben Speicherspann weicher gemacht? Hast du eigentlich vor, den zu Ende zu bringen? It sounds as though you approve of the new Sun King. He is the chosen of the sun, and what the Sundom needs after 10 years of war, a calming light, not a scouring one. Sun King Juran would shed blood at any slight. For Sun King Avad, that's a last resort. Lucky for those who slight him. Some whisper in the shadows that he's weak. No. Peace is strength, as the sun shall show. Ja, auf jeden Fall ist das nicht hier ein Soldat, der um allen Willen her Krieg haben will. Schon korrekt, der Typ, der... Aber ich weiß nicht, ob man den hundertprozentig vertrauen kann, den Karjas. Andererseits, vielleicht sollten wir auch nicht den Karja gegenüber so misstrauisch sein, nicht wahr? Ich meine, wir haben das ja selber erlebt als Ausgestoßene, dass man nur wegen was, wo man selber keinen Einfluss drauf hatte, richtig von der Gesellschaft ausgegrenzt wurde. Vielleicht sollten wir dann selber anderen Gesellschaften über auch offen sein? Lehre von Ross vielleicht. Hey Shadowpain, wie geht's dir? Schönen Sonntag wünsche ich. Alex, was hast du denn für einen Zeitplan? Vielleicht in einem halben Jahr oder so machst du weiter? Wie weit bist du eigentlich? Bist du schon im Roten Wald? So, der Weg nach Meridian. Fragen wir ihn mal, ob Olin hier war. Der hat uns ja gescannt, der Typ. Mit dem Fokus. Oh, der kam hier durch, okay. My condolences, of course. Do you know where Olin is now? Not exactly. But he was on his way to Meridian. I'm certain of that. Everyone goes to Meridian. Okay, das heißt, wir müssen wirklich zur Hauptstadt. Is there anything more you can tell me about the road to Meridian? Sun King Avad has devoted considerable resources to making it safe. But by the sun's witness, it's been harder to control in peace than it was during the war. Machines grow more dangerous all the time. Add to that, bandits and new reports of this corruption. We're stretched in to protect a few outposts like this one. As for everywhere else, well, travel at your own risk. Okay. Fragen über das Karja-Sonnenreich. Ich halte Ausschau nach den Männern und dann komme ich wieder und frage den Rest. Dann erzählt uns ja eventuell auch mehr. But not as grateful as Walid. You hear that, lunkhead? You might be off the hook. Wo haben wir denn mal hier Karte? Ich nehme mal an. Verlassenes Dorf sollte ja ganz genau, das sollte ja hier dann eigentlich sein. In fremden Ländern. Quest aktivieren. Oh Mann, da wünschte ich jetzt aber, dass wir da direkt irgendwo... Rede mit Said. Ich glaube, das mache ich dann. Ich hoffe, dass ich dafür nicht zurückmunde. Das mache ich dann, wenn ich wieder zurückkomme. Ich wünschte, ich hätte irgendwas zum Reiten.
Wie viele von den Schnellreisepaketen habe ich eigentlich? Du kannst keine falschen... Ach so, ja, gut. Das war nochmal zum Glück allgemein gehalten. 11 habe ich. Ja, komm, da können wir uns mal ein Schnellreisepaketchen leisten. Ja, genau, also Shadow Pain, die Sorge hatte ich auch nicht. Ich dachte mir auch nur so im Übertragenen, dass ich sozusagen als hinter dem Controller sozusagen eventuell den Kajan nicht traue. Aber ist gut zu hören, ja gut, dass es keine falschen Antworten gibt. Gucken wir mal. Du hast selber wahrscheinlich schon ein paar Mal gespielt. The machines must have come across Captain Balon's patrol here. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwelche... Ja, guck mal, da finden wir direkt Leichen. One of the Carja's soldiers fell here. Genau. Dir geht's gut und schönen Sonntag mir ebenfalls. Danke für die Wünsche. Oh ja, genau. Hatten wir den... Waren die hier neulich dann auch schon? Ein paar normale Wächter sind da mittlerweile hinten. Junge Nora-Jägerin. Was sind denn die Jäger da? Was machen die denn? Wissen die vielleicht was? Vielleicht gehen wir da hin und können die ausfragen oder so. Ja, du hast es auf jeden Fall schon mal gespielt. Okay, die haben mal nichts damit zu tun. Ich dachte, dass die eventuell die Kaja getötet haben. Zum Glück nicht. Behindern, was die Bots angeht, by the way. Erklär doch mal vielleicht, was du versucht hast. Ich sag mal so, wenn du versucht hast, zwei Bots... Achso, ich musste den untersuchen, ich Depp. Wenn du versuchst, zwei Bots natürlich reinzusetzen, das macht keinen Sinn, Alex, das ist richtig. Aber sowas klären wir am besten per Voice-Chat eigentlich. Dann gucken wir mal, wie sie auf der anderen Seite finden. Was hast du denn am Wochenende jetzt gemacht? Und da haben wir noch einer von den Kaja. Vielleicht wurden die verfolgt. Was hast du denn so gemacht, Shadow Pain, am Wochenende? Horizon gespielt? Hä? Weiter geht das? Also bei mir klappt eigentlich immer beides ohne Probleme. Oh! Was soll er? Was? Ach so. Der hätte jetzt fast abgebrochen. Wenn mich dann... Kann er mal aufhören, mich zu verfolgen? Ich überschreibe den gleich, wenn er hier kommt. Ja gut, dann überschreibe ich den jetzt einfach. Dann habe ich gleich wenigstens wieder ein Reittier. Und los geht das. Jetzt aber an die Hüfte. Scheinbar muss das nicht direkt an der CPU sein. Final Fantasy 15 und ein bisschen TV geschaut. Was hat der gerade verloren? War das irgendwie so ein... Oh nein, ist der den Kiefer runtergeknallt? Ich hoffe nicht, das arme Tier. Final Fantasy 15, da hast du hier einen Freund gefunden bei dem Ralexand. Na, hier ist Blut. Nee, gar nicht, das ist kein Blut. Geht zurück. Aber hier geht's weiter. Be something around that my focus will see. This can't be the helmet from the last Carja soldier. Someone nearly lost his head here, then ran off. Da hinten lang. Gucken, wie weit das geht. Hoffentlich rennt das Viech jetzt nicht gleich schon wieder weg. Der, wie hieß der nochmal? Breitkopf, ne? Final Fantasy 15, machst dir viel Spaß, Shadow Pain? Und sag mal, was gab's bei dir im Fernsehen? Okay, da hinten durch. Hm, sind die über den Fluss? No! Blood everywhere. Ja. A machine dragged something into the water here. But maybe he made it to that island. Also, wenn das The Forest-Regeln sind, dann werde ich jetzt im Wasser angegriffen. So schlecht Final Fantasy ist Final Fantasy zur Zeit. Macht sehr viel Spaß. Wie meinst du? Also momentan ist es schlecht, aber es macht viel Spaß.
Ich selber habe seit Final Fantasy X leider nicht mehr richtig den Plan. Kommt da was im Wasser? Ich hoffe nicht. Ist hier irgendwas auf der Insel? Oh! Schlappmaul. Körper. Harte Außenhülle, die synthetische Muskeln und Betriebssysteme schützt. Betriebssysteme vor allem. Beute. Okay. Leuchtendes Geflecht. Das kann ich doch. Schnappmaulherz. Schwäche, Feuer und Abriss. Das ist ein altes Haus, ne? Ach Mist, ich wollte das jetzt nicht anschreiben. Sagen, macht eine Menge Spaß. Ah, sehr geil. Freut mich dann zu hören. By the sun, by the sun. I've never really done. What is that? I brought down all the beasts, but I missed out on the feasts. I went to the beer fount too many times to count. No, I fingered every curl, but I never won the girl. By the sun. By the sun, I'm never really done. If they close the... Der ist in Schock. Der redet Unsinn. I wasn't expecting to be found. Yeah. Especially not by Nora. I wasn't expecting to find a half-clad Karjan soldier singing like a drunk. I apologize for my behavior. Vielleicht hat er sich ja besoffen wegen der Schmerzen. Come on. Your commander asked me to bring you back to Daytower. I refuse to be led back to my outpost by Nora. Lol. I'm a prisoner. Komm mal runter, Alter. Fine. Go by yourself. Wait. Look. I got in a tussle with a snapmaw. It ate the half of me that was armor and bow. The thief is still in the water. I can't go back without a weapon. Find my bow, please. I'll get it. Just don't start singing again. Mhm. Ich finde das aber gut. Die scheint schon so ein bisschen, sagen wir, genervt zu sein. Was meint ihr? Sind die ein bisschen einfacher im, an Land zu bekämpfen? Hallo, der hat den Fisch da gerade umgeknallt. Eisbeutel, Schwäche. Oh mein Gott, ich guck da mal runter. Hauptsache, der, also ich würde sagen, dass Aloy ein bisschen genervt ist. Dadurch, dass der eine Typ sich zum einen will, er nicht, dass wir ihn schwach erscheinen lassen. Oh mein Gott, kriege ich das hin, den zu verfolgen oder? Oh, das wird knapp. Das war sogar so knapp, dass das nicht geklappt hat. Jawohl. Können wir den in Brand stecken, wenn er im Wasser ist? Oh, da fliegt er weg. Das heißt, er läuft weg. Haben wir eventuell auch schon noch... Oh! Oh! Krokodil ist an Land. Jetzt kann er sogar noch Eis spucken. Oh, 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 oh. Lol. Jawohl. Alter, das war... Das wird jetzt aber knapp. Und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert hatten. In Deckung, in Deckung, in Deckung. Solange es noch... Jawohl. Oh nein, verdammt, da kommt das zweite. Und der zweite ist irgendwie auch direkt in Brand. Ja, warum nicht? Natürlich null Abriss, diese Teile.